Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Neo Remastered. Das mich mal wieder ärgert. Ich habe hier meine Stimmstandardeinstellung, die wird immer wieder zurückgesetzt und ich weiß auch gar nicht warum. So, und mal den Spielton etwas leiser, weil es ist ja Neo. Neo ist recht laut. So. So, wir spielen natürlich weiter mit unserem Ixi. Ah, wir sind hier. Genau. Ja, wir haben hier alles abgearbeitet. Wir gucken mal ganz kurz. 75. 75 ist noch nicht schlecht genug. Wir müssen noch ein bisschen weiter sammeln. Wir gehen jetzt zur Hauptquest. Das Problem ist, wir sind gerade mal Level, was auch immer. Und wir werden das jetzt aber mal versuchen. Die besudelte Burg. Hattorianzo. Kelley hat die Tore der Burg von Edo verschlossen. Wir müssen schnell einen anderen Weg hineinfinden. Das wird kein Vergnügen, aber verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Maßnahmen. Hi! Mein Kater versucht sich gerade unter den Wäscheberg, der mich schon seit ein paar Tagen anlächelt. Ja, unten drunter zu graben, aber der ist so schwer. So, die Stadt Edo in der Provinz Musashi war einst das Zentrum des Herrschaftsgebiets des Hojo-Clans in der Region Kanto. Ieyasu verlegte seine Operationsbasis hierher, nachdem der Clan 1590 ausgelöscht worden war. Die kleine Burgstadt weitete ihr Gebiet durch das Aufschütten von Flüssen und der Küste schnell aus. Aber Ieyasus sparsames Wesen spiegelt sich im schlechten Zustand der Burg wider. Heute ist Edo deutlich besser bekannt unter seinem modernen Namen Tokio. Oh, ich bin gerade voll die Gänsehaut. So, wir sind in der 128. Folge angekommen. Oh, was ist los? Was ist los? Wo kann ich speichern? Was soll das? Bin ich vergiftet? Was ist das? Was bedeutet dieser Zustand? Kann ich mir das irgendwie angucken lassen? Scheinbar nicht Auszeichnung. Oh, wir haben einen Akio-Rufpunkt bekommen. Nahkampfschaden, Yokai nehmen wir mal ab. Das ist immer gut. So, wir sind fertig gepudert scheinbar. Nicht aus, wir sind nie hier gewesen. Oh, sieht schon cool aus, aber das ist bestimmt total unfreundlich. Wir gehen mal. Oh, 284.000 bis zum nächsten Level. Mhm. Ach, ich wollte doch gucken, was hier für ein Level sind. Oh, 92 Grad mal. Das wird knackig. Hallo. Das erinnert mich an das, wo ich bei Metro durchfahren musste. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz in mich gehen. Ich muss es verstehen. Kann man die Dinger zerschießen und ich mache dann den hinten kaputt? Ich glaube, das ist gar nicht mehr so gut, wenn man die alle kaputt macht, weil die haben bestimmt irgendwie. Okay. Er war also so sparsam, dass er es verdreckt hat, hier alles. Ist das möglich? Will ich wirklich hier hin? Gucken einfach mal. Ach ja, mhm. Ja, wir sind der Ethan. Wir brauchen erstmal einen Schlüssel für die Tür. Gut, dann müssen wir eben halt doch hier unten lang. Oh, da ist doch ein Blob. Da ist ein Blob im Wasser. Gucken wir erstmal, was hier passiert. Ist das Dreck? Was ist das denn? Was das mit uns macht? Sind wir schmutzig? Stinken wir? Was ist hier los? Das macht uns auf jeden Fall keinen Schaden. Oh, das war ja mal kacke. Ja, ich glaube, wir stinken. Und das Fliegen. Oh Gott, wir stinken. Och, hier gucken wir, wer ist denn da? Wahrscheinlich hin. Wo ich ihm?
weiß gar nicht, wie man rennt. Eieiei. Hörst du auf? Bist du bescheuert? Gott, ich muss echt was an meiner Ausrüstung ändern. Also ausgewogen ist was anderes. Das war sogar nur normal. Ich glaube, das wäre wieder so ein Riesenvieh gewesen. Ja, warum stinken wir? Kann mir jemand sagen? Sind wir gerade in der Kloake von Tokio? Und jetzt hier, er hier. What? Oh, Megablob oder was? Mega-Dreckblob. Ja, aber mit Feuer geht das. Mit Feuer läuft das. Oh, wen haben wir hier? Es würde mich wundern, wenn wir hier Kodamas finden, weil die Dummkugel. Ach, das ist echt scheiße. Oh, verdammt, Entschuldigung. Für meinen Ausdruck. Wir befinden uns echt in der Kanalisation, deswegen stinken wir auch so. Okay, wir haben eine neue Amrita-Erinnerung. Steine des Rechts und Unrechts. Geistersteine besitzen wahrhaft seltsame und geheimnisvolle Kräfte. Ihre Fähigkeit, die Energien der natürlichen Welt in Einklang zu bringen, kann auch zum Bösen gewendet werden, wenn man dies wünscht. Mit ihnen ist es sogar möglich, das Herz und den Verstand anderer Menschen zu kontrollieren. Keinesfalls sollten Geistersteine in Menschenhände fallen. Daher haben die Olmio-Magier lange dafür gesorgt, dass sie ein gut gehütetes Geheimnis bleiben. Ja, das Ding ist jetzt durch. Wir sind Power William, wir sind schon Level 92 oder so. Dank der Geistersteine. Wie ist es hier alles so eng? Das gefällt mir nicht. Sieht aus. Ich glaube, das bringt hier nichts in dem Spiel. Sollen wir lieber unten dann. Oh. Oh, wen haben wir denn da? Mister! Hey Mister, kommen Sie mal bitte her. Oh, jetzt kommt ein Jan hier. Oh, der ist auch fix. Der ist aber ein bisschen fix unterwegs hier. Ui. Oh, du! Du machst jetzt dasselbe wie ich. Da benutzt er einfach Heilkräfte. Bist du doof? Warum machst du das? Das darf nur ich. Hä, wieso denn das? Was ist mit dir los? Wie lebst du noch? Wo ist er hin? Er hat sich weggeatmet. Oh Gott, die armen Geistersteine, wie ich sie früher einfach nur verschwendet habe. Am liebsten möchte ich die ganzen Dinger hier kaputt machen, aber dann stinke ich ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich stinke. Oh Gott, wir müssen da hinten hin. Ist jetzt egal, ob wir stinken. Haha, ich sehe dich. Hey, wieso haben wir schon wieder 120.000 Dingsbums? Wir haben noch gar nicht so viele Gegner umgebracht. Oder bringen die jetzt einfach mehr? Was wir auch noch auf jeden Fall brauchen. Nee, lang gehen müssen ist unten. Unten lang. Hier los. Da ist irgendwas von der Decke gefallen. Aha, da ist er. Ist er nicht süß? Da ist irgendwas von der Decke gefallen jetzt. Doch, hier gibt's Kodamas.
Und wir haben gerade mal einen gefunden. Na toll, erstmal Licht aus. So, wenn wir jetzt hier runterfallen, kommen wir nicht mehr hoch. Deswegen rennen wir so schnell da unten lang. Wo wir den Großen umgebracht haben. Obwohl, wir haben ja hier sogar auch noch einen Gang, glaube ich. Ja, hier. Hey! Hä? Ach, das ist das Interieur, was langsam auseinanderfällt. Interessant. Ach, guck an. Jetzt sind wir doch hier. Ach ja, da hätten wir doch runterfallen können. Das gefällt mir ja immer, wenn man plötzlich dann doch woanders... Oh. Ach so. Alles klar. Hier kann man hinabsteigen. Wir gehen trotzdem erstmal schnell zurück. Jetzt müssen wir auskosten, dass wir jetzt hier gerade niemanden herumstehen haben. Da unten wollte ich nämlich lang. Okay, sehr gut. Hier ist eine Mauer. Ich mag Mauern. Die heißen das in... Ach, du Heilige. Haha, jetzt brennt er. Grenze, hä? Grenze. Angefallen hat. So, Licht aus. Was ist nicht wieder passiert hier? Ich finde es auch äußerst schrecklich, wie es hier stinkt. Ach, komm jetzt etwa hier raus, dann hängt das echt alles zusammen. Ja, das hängt alles zusammen. Oh, ich bin so glücklich. Also gibt es nur einen Weg. Oh, wie ist das euch eigentlich lieber? Mögt ihr lieber einen Weg oder mehrere Wege? Oh. Das bringt aber nicht viel. Ich habe scheinbar gekürzert. Warum habe ich denn gekürzert? Fragen über Fragen. Diese bescheuert. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Gut, wir müssen hin. Wir haben einen Hut gefunden. Was ist mit dieser... Warte mal, wir müssen jetzt mal schnell durchlesen hier vorne, was mit dieser Dunkkugel ist. Duftholz. Es neutralisiert unangenehme... Warum soll ich das tun? Ein Exkrementenklumpen. Wirf ihn auf einen Feind, um ihn Gestank zu füllen. Dadurch werden die Wirkung jeglicher Medizin und auch seine Verteidigung deutlich geschwächt. Ach was, das ist ja was. Interessant. Wir müssen sie mit Scheiße beschmeißen. Das war's. Aha, da oben können wir kämpfen. Hängt hier jemand an der Decke? Vertraue niemandem. Hier können wir die Tür aufmachen. Yay. Sieht Licht aus. Wenn es niemand sieht. So. Das sind normalerweise auch die Türen zu den Endgegnern teilweise. Deswegen ist das so... Weiß auch nicht. Ich mache die nicht gerne auf. Ich versuche nicht gerne, die zu öffnen. War das? Okay, hängt schon mal niemand an der Decke. Aha. Da mal Übeltäter. Da haben wir auch jemanden. Wir machen erstmal den da. So, den haben wir schon mal.
noch irgendwo ein. Da vorne ist ein großer. Ich will jetzt ungern... Ich will den da vorne lieber umbringen. Oh. Lass erstmal weggehen hier. Komm her. Oh. Ach du Heilige. Oh. Oh, der William, der muss sich anscheinend immer übergeben jetzt. Das ist ein bisschen ungeil. Also muss ich erst das Duftholz benutzen, damit ich nicht mehr müffel. Okay, hätten wir das, glaube ich, auch. Oh, da geht's auch irgendwo hin. Machen erstmal Pfeili. Können wir hier durchlaufen? Nee. Nehmen wir erstmal hier drüben das. Oh Gott, ey. Oh, da oben ist doch was. Was? Warum geht's hier überall lang? Mache ich mich da etwa sauber? Ach, das ist ja krass. Okay. Das sind eklige und oben stehen die sauberen. Interessant. Hä? Ich bin verwirrt. Also jetzt bin ich wirklich verwirrt. Wieso sind da so schnell gestorben? Sagen, sie sind dabei noch gestorben, ey. Verstehe ich überhaupt nicht. Toll, jetzt müssen wir auch noch stinken, damit wir den da hinten holen können. Komm raus da. Komm aus der Gülle raus. So, das war, glaube ich, ein Ausrüstungstypi. Zwei Elixier gefunden. Da oben geht's auch weiter. Oh, hier ist überall so eng. Unübertroffener Krieger, nehme ich stehe in deiner Schuld. Ja? Warum? Ich nehme das natürlich an. So. Das hier ist wahrscheinlich der kleine Gang von hier unten, oder? Oh. Hey, wir machen erstmal oben die Kiste auf. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe mich gerade so gefreut, dass alles zusammengehört. Aber. Och nee. Du. Oh nein.
So einer. Muss auch kurzen. Ach, er ist ja ich. Natürlich muss er kurzen. William, geh zurück. Nein! Er hat mich umgelegt. Was ein Verrecker. Toll, Willy. Glanzleistung. Oh, was haben wir hier? Das essen wir erstmal schnell. Ich hätte gern dieses andere Ding da. Das hier. Und hier nehmen wir mal die Haruku-Dama. So, jetzt gucken wir mal. 559. Mal nichts, okay. Nee, 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 nee. Okay. Doch, wir haben doch hier Yumi-Bogen. 375. Bogen des unübertroffenen Kriegers. So. Das ist halt alles viel besser, wie das, was ich anhab. Mari-Anhänger. Hm. 56. Wo ist denn der andere? Wir hatten doch jetzt einen gewechselt. Der hier. Gebietsperlen. So. Jetzt haben wir unseren Stier wieder. Sind jetzt alle. Da stehen die alle noch rum. Ach, wir können hier oben lang. Aufpassen. Deck gucken. Diesmal sind es zwar keine Ninjas, aber Blobs. Hä, wen haben wir da oben? Da ist schon Block. Oh. Eins auch verschwindet. Wollte ich mal meinen. Oh nein, es ist doch der andere hier wieder da. Warte mal. Lass mal den hier kalt machen. Dass der hier gar nicht auf irgendwelche Gedanken kommt. Und da hinten haben wir nämlich auch noch so einen Kandidaten. Sind wieder schmutzig. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal den hier kalt. Versuchen jetzt zumindest mal. Oh, da war auch knapp jetzt. Der so, wieso steht denn der hier so nah? Oh. Oh.
Eieiei, das war da. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gut. Okay, wir werden in der nächsten Folge sehr mutig sein und jetzt diesen Schutztalisman nicht ausprobieren. Ich würde sagen, wir schauen mal in der nächsten Folge, wie das funktioniert. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.